Hier. Seht ihr, hier habe ich erst zwei Schächte. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was hier aufdrehen. So. Schild. Ich glaube, ich habe aber 30 Rohrerzdinger, ne? Hm, hier ist noch. Ne, das ist Kohle. Habe ich das komplett ausgebaut? Ja. Hier ist noch eins. Das habe ich aber auch voll ausgebaut, ne? Das wird noch ausverkauft, super. Sehr gut. Ich muss sagen, ich bewundere noch immer die eine Bahnbrücke hier. Ich muss mir die irgendwann auf jeden Fall mal angucken. Könnte von dir sein, wie eine Pyramidenbahnbrücke, nur wo die Pyramide abgeschnitten wurde. Nur anderes Spiel. Es wäre aber cool, wenn die das so appmäßig drin hätten, dass man so ein paar Features von anderen Spielen halt, also so zum Beispiel, dass man hier Brücken selber gestalten könnte oder so, das wäre lustig. Na, ich muss sagen, da hat mir das SimCity 4 viel besser gefallen. Da hattest du ja eine Auswahl an Brücken, das war ja schon nicht mehr normal. Du hattest wahrscheinlich SimCity 2000 eine größere Auswahl an Brücken. Ja, Aber da gab es auch schon bei der einiges. SimCity 2000 hattest du ja drei Brückenarten. Na, hier hast du aber auch nicht sehr viel mehr, oder? Naja, du hast zwei pro. Ah, die sehen sich recht ähnlich alle. Also du hast halt, diese Hängebrücke ist die einzige, die sich wirklich unterscheidet. Der Rest, du hast so ein bisschen Bogenbrücken, glaube ich, noch, ne? Ja, aber nur bei den einspurigen. Bei den zwei, bei den mehrspurigen wird es zu einer Golden Gate Bridge auf der Art. Aber Ja, die schaut stimmt, auf genau. kurze Strecken so. Nee, das sieht, also wenn da nur ein so ein Bogen ist, sieht scheiße aus. Das sieht dann so aus, als hätte ich die da hingebaut. Piep! Wieso Piep? Wegen Scheiße oder was? Ja. Quatsch. Also da mache ich mir jetzt nicht die Mühe und hau da einen Piep rein. Also da würde ich ja, da hätte ich ja pro Video dann doppelten Aufwand. Nee, lass mal. Vor allem würde dann wahrscheinlich das Video schwer zu verstehen sein. Also wir Ja, bauen nee, dort. gut. Also ich bin Ah, also beep, 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 beep. Das wäre, ja. ja, nee. Also ich glaube eigentlich, dass das von der Ausdrucksweise her, dass das, wenn wir jetzt hier miteinander reden und so, dass das noch recht gut ist. So, also gibt es bestimmt Schlimmeres. Ich Ich würde es meine. jetzt nicht als Vorbild für die deutsche Sprache nehmen, aber ja. Nee, das nicht. Ein Österreicher und ein Sachse. Österreicher und ein Sachse. Aber es geht schon, ich denke, man versteht uns beide und das ist ja das Wichtigste. Wenn nicht, du wirst es in den Comments lesen, ich werde es ignorieren. Ich kann denen ja mal deinen Skype-Account geben. Den Danke. schreibe ich, den haue ich da mal als Anmerkung ins Video rein. Dann könnt ihr euch bei Saxon melden. Boah. Nee, nee. Ach, ich habe da eigentlich größtenteils sehr, sehr nette Zuschauer. Also die verstehen uns da schon. So, ich habe jetzt 650.000 Simoleons und du? Wie sieht's aus? 560, aber warte, bis meine Was denn Veranstaltung da zu Ende los? ist, dann kriege ich 120 sicher nochmal raus. Okay, aber ich sehe gerade, ich kriege jetzt hier langsam Krankenhausprobleme und Polizeiprobleme und so weiter. Oh Wegen je, Feuer. dabei nehme ich da eh schon alle Kranken ab und so weiter. Ein Tote pro Tag. 10 von 22 pro Tag versorgte verletzte Sims. Das ist zu wenig. Pro Tag versorgte kranke Null Sims. Toter. 21 von 62. Ja, da baue ich. Ah, ein Krankenhaus brauche ich nicht. Ich brauche eine Klinik. Das reicht. Ich mache die Stadt doch eh nicht sehr viel größer. Wie viele Einwohner hast 25.000 nur. Hast du eine Klinik schon? Ja, stimmt, ich habe schon eine gebaut, stimmt. Ja, dann sollte es ausreichen. Mehr Ja, Krankenwagen muss und ich die erstmal Punkt. ausbauen, ja. Ich dachte, ich hätte keine gebaut. Vielleicht liegt es auch am Stau, dass die einfach im Kranken die Krankenwagen im Stau stecken. Gar nichts ausgebaut. Nicht mal ein Transporter, also Krankenwagen. Dass eine Klinik unausgebaut für 25.000 ist dann doch zu wenig. Scheiße. Krieg's nicht weiter ausgebaut jetzt. Kann nicht wahr sein. Ich könnte die Straße hier wegmachen. Das wäre eine Option. Ah, du machst Bürgermeisterhaus weg. Super. Na egal. Das nennt man Aufopferung für die Stadt. Ja, der bürgerliche Bürgermeister. So. Ich würde aber echt raten, wenn du die erste Million hast, und ich glaube, die kriegst du schneller als ich, weil wie viele Schmelzöfen hast du jetzt schon? Zwei. Ja, dann kriegst du die eindeutig schneller als ich. Wenn du das auch noch über die Bahnstrecke verschipperst. Oh, Alex hat mich gerade erkannt.
Alte Socke, was und hat er Alex schon, hat der Alex schon die Milliarde? Ich hab, die Millionen habe ich aber gleich. Das geht ja bei mir gerade ziemlich schnell. Ich habe schon 840.000. So, Bürgermeisterhaus. Muss ich jetzt was mal neu bauen? Ja, machen wir es mal hier oben hin vielleicht. Ja. Hier ist eigentlich ganz schön mit Ausblick. So. Da freuen sie sich auch wieder. Und... ja, cool. Also, ich glaube, ich hatte noch nie so eine grüne Stadt. Ganz ehrlich, also die ist super grün. Also, so viele Bäume habe ich noch nie gebaut. Ich werde mir die sicher noch anschauen heute. Wie bitte? Ich werde mir deine Stadt sicher noch mal anschauen heute. Das solltest du auf jeden Fall tun. Da kannst du bestimmt noch was lernen, zumindest was den grünen Daumen angeht. Na warte nur. Na warte nur, du bringst mich gerade dazu, noch mehr Bäume zu pflanzen. Genau, da ist noch ein Platz zwischen den Ölpumpen. Ja, und ich habe jetzt auch erst letztens, weil ich habe mich ja letzte Staffel immer gewundert, dass die Bäume immer verschwinden. Ich wusste halt nicht, dass die weggehen durch Bodenverschmutzung, ja, und dass man die neu bauen muss. Auch durch Radioaktivität. Ich habe die ja, ja genau, ich habe die ja intuitiv immer wieder neu gebaut, weil die immer wieder weg waren. Also war das schon richtig auf jeden Fall. Ansonsten, nee, sorry, erstmal keine Probleme und mir fehlen jetzt noch 30.000, dann habe ich die Millionen erstmal zusammen. So, hiermit offiziell bin ich Millionär. So. Und das mit einer Stadt von 25.000 Einwohnern. Und das, obwohl ich schon sehr, sehr viel gespendet habe. Ne? Moment. Cool. Moment, das kann ich nicht ganz auf mir sitzen lassen. Jetzt kommt gleich keine Polizei und Feuerwehr mehr, ich weiß schon. So, was hattest du gesagt, wenn jemand die Million hat, dann schon das Projekt? Nee, ne? Und nicht das Großprojekt. Na, oh ja, wenn du jetzt 1,5 hast, also 1,5, dann hau das Projekt rein. Weil okay, dann da warte ich aber noch mal kurz. Da würde ich währenddessen gucken, dass ich, ich will ja noch den Big Ben bauen, ja, dann machen wir mal, na doch, 1,5 ist okay. Dann baue ich dann jetzt erstmal noch schon mal das Wohngebiet los, aber ich will das hier schön machen. Ich will jetzt hier unten, und vielleicht auch hier oben ein bisschen, würde ich gerne so britische Gebäude haben. Und da würde ich wahrscheinlich hier drauf, direkt an den Hang, den Big Ben bauen. Das klingt doch ganz gut, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Und da will ich jetzt mittlere Dichte haben, das heißt, ich baue jetzt nur Straßen mittlere Dichte. Fuchs. Du musst maximal mittlere Dichte machen. Wie bitte? Du darfst maximal mittlere Dichte machen. Ja, ich weiß, deswegen baue ich jetzt Straßen mit mittlerer Dichte. Okay, puh, ich habe jetzt gedacht, du baust jetzt nur Straßen mit hoher Dichte. Da hast du wahrscheinlich was falsch verstanden. Naja, ich habe mir gedacht, so, fragen wir sich jetzt mal nach. So, wird das mir hier langgezogen? Ah, das mit dem Geld geht jetzt wirklich richtig schnell gerade. Ja, den Big Ben würde ich hier oben hinbauen, ey. Das ist eine geile Stelle. Hier hin. Auf dem Berg auf? Ja, auf dem Berg drauf, den Hang. Ist da nicht noch das Kohlekraftwerk? Ah, das Kohlebergwerk? Ja, egal. Das ist nicht so schlimm. Es ist aber trotzdem sehr schön da. Big Ben neben Kohlekraftwerk. Ja, es ist nicht, erstens nicht, erstens, nicht das so sagt schlimm. Der Stadion neben der Ölpumpe bauen wollte oder so, ne? Ich hab das scherzhafterweise gemeint, dass ich das machen könnte. Ich hätte das nie gemacht. Ja, bei mir ist es kein Scherz. Ich baue den Big Ben neben das Kohlebergwerk. Oh, die Queen dreht sich im noch nicht vorhandenen Grab um. Nee, aber die Stelle ist wirklich ganz schön, weil das sind viele Bäume und so. Ja, es sind viele Bäume, das ist die Entschuldigung des Tages. Und aber es ist ja auch so und da ist auch ein schöner Hang, also der steht halt schön weit oben. Das ist eine schöne Stelle und Big Ben und Kohlebergwerk passt besser zusammen als Brandenburger Tor und weiß ich nicht. Also Big Ben passt das halt irgendwie besser, finde ich einfach. Also ich bitte, habe hier schon mal den Hochgeschwindigkeitsbahnhof für die ICEs, die mit einer wunderschönen Brückenküstenstrecke mit dem Rand verbunden sind. Und da kommt noch das Brandenburger Tor hin mit ein paar Blasers und so weiter, das wird richtig geil. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, mir das anzugucken. Ich sag auch mal so, apropos Big Ben, also wer mein... Oh nein, Aliens! Aliens! Jawohl! Endlich kriegst du auch mal was ab. Es sind nur wegen der vielen Bäume bei dir, wenn... Hey, dann nehme ich einmal das Wort Big Ben in den Mund, weil ich wollte nämlich gerade sagen, dass Big Ben ist eh böse. Jeder weiß das, der mein Katastrophenvideo gesehen hat.
Dann kommen jetzt Aliens. Aber bislang schwebt er nur hier außen rum. Meinetwegen kann er ein paar Bäume mitnehmen. Die kann er bestimmt am besten gebrauchen. Aber ich sag da, weil wir gerade vorher einmal drüber gesprochen haben, Flughafen oder Fernhafen. Ich habe mein Messegelände neben Fernhafen gemacht. Hm? Das kriegst du mit dem Flughafen nie zusammen. Ja, ist merkwürdig, jedes ist Mal aber leider so. Fast. Es ist leider, ist aber total dumm und unlogisch, dass ein Flughafen nicht ansatzweise so viel anbringen kann wie. Boah, ist die Musik jetzt laut. Wie ein Fernhafen. Ich mach mal kurz die Musik ein bisschen leiser. Ja, Effekte kann man so lassen eigentlich, nur mal so hier. Das Problem ist nämlich auch, dass man sonst einen Serxon kaum noch hört. Das ist nicht so schlimm. Naja, ich glaube schon, dass die Zuschauer dir auch gerne mal zuhören. Würde ich zumindest vom Spielsound und von dem Alien-Sound unterscheiden wollen. So, UFO also hat jetzt. Vom Alien-Sound sollte man schon unterscheiden können, sag ich mal. Das hat jetzt aber nichts Schlimmes gemacht, glaube ich. Es hat jetzt nur im Industriegebiet ein Haus weggenommen, aber kein wichtiges Haus. Aber krass, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein UFO hatte, ohne dass ich es hervorgeholt habe. Cool. 1,5 Millionen, by the way. Soll ich jetzt das Großprojekt starten? Wollen wir das jetzt machen? Ja. Es dauert eh eine halbe Stunde, bis ich da irgendwas angezeigt sehe. Ja, ist bei mir genauso. Ich weiß, das kann das ja auch mittlerweile. Alles, ich habe ja super viel vorbereitet für das Katastrophenvideo, ne? Und da habe ich mir das ja auch alles schon mal angeguckt. So, okay. Aber von dir aus hat man dann wahrscheinlich die beste Sicht auf den Flughafen, ne? Also bist am nächsten dran mit deiner Stadt. Wir können den aber noch nicht bauen. Stadtflughafen in der Region. Sorgen Sie für die Ankunft von 100 Touristen an einem Stadtflughafen in der Region. Ach nee, muss ich jetzt einen Flughafen bauen, damit ja, du dann... Das Problem ist aber, es ist noch nicht mal... Ah nee, das ist alles abhängig von dem Stadtflughafen. Ja, dann musst du wohl noch einen bauen. Oder ich baue einen. Na, es macht schon. Ich habe eh 700.000 über. Okay. So, lieber Flughafen, wo möchtest du hingesetzt werden? Ja, das ist immer ganz schön sperrig, ne? Ja, vor allem. Ah, cool, perfekter Ort. Irgendwo ins Wohngebiet. Hast du dir von meinen Videos abgeschaut, wahrscheinlich? Ich dich hin. So. Flughafen gebaut. Nice one. Ja, das Konzert schau ich mal gleich an. So, Passagier. Terminal. Baue ich mal einige. Und das Schild nicht zu ja, vergessen. Ja, da baue ich jetzt erstmal einen Big Ben, Alter. Damit das klar ist. Ich habe ja schon 1,6 Millionen, das geht ja voran. So. Ich will den hier haben. Jetzt für die Zuschauer. Hier will ich den haben. Das ist eine geile Stelle. Das ist wirklich eine coole Stelle. Jetzt muss ich nur hinkriegen, dass er da auch wirklich steht. Nicht, dass er dann den Hang runterfällt oder so. Ja. Dann mache ich gleich mal mittlere Dichte weiter. Weil hier oben würde ich dann auch gucken, dass ich das hochbekomme. Ja, das ist jetzt ein bisschen Maßarbeit. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Vielleicht haut es schon so hin, vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Big Ben. Schade. Hier würde halt gehen, das ist schlecht. Ich würde schon gerne die Straße, also dass am Hang keine Straße ist. Das würde nämlich noch cooler aussehen. Machen wir das mal eins noch weiter nach außen. So, also ich muss sagen, das Messegeländezentrum hat sich total bezahlt gemacht. Der dritte Tag schon, wo ich über 2500 Leute drin habe. Okay, nice. Und jetzt habe ich ein Rockkonzert gemacht. Hat mir gerade mal 141.000 eingebracht. Muss ich sowas auch mal wieder bauen? Also wie gesagt, ich will auf jeden Fall das Stadion bauen, aber... Also ich habe bis jetzt jedes Mal fast, also... muss ich jetzt überlegen und nachrechnen. Dreifachen Gewinn von meiner Einzahlung gemacht. Mhm, nice. Ja, so nebenher lohnt sich das ja, ne? Also das summiert sich ja dann alles mit dem Export und so weiter. Ne, ich lasse jeden Abend jetzt laufen. Ist schlecht eigentlich, weil ab und zu Pause ist nicht schlecht. Ah, ich krieg den Big Ben nicht dahin, wo ich ihn haben möchte. Ich könnte ihn hierhin auch hinbauen. Mach mal, probieren wir es mal da. Ich frage mich, wo das ganze Öl hingeht. Transportiere ich das echt so gut ab? Ich habe nur einen Umschlagplatz mit drei Depots. Hm. Und der ist immer leer. Und meine Ölquellen sind auch leer. Also machen aber 11.000 Barrel pro Tag.
Ich glaube, ich habe jetzt eine ziemlich perfekte Stelle gefunden. Ist gut, ne? Ich hätte am liebsten ein Stück weiter rechts, aber... den Flughafen? Nee, noch nicht. Ich war jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt, das hinzubekommen, dass der Big Ben cool steht. Und der steht... Ja, ich glaube aber, dass es sich echt gelohnt hat. Ich glaube echt, dass sich das gelohnt hat. Jetzt mal wieder länger, aber... Also ich denke, dass dir das auch gefallen wird. Ich baue jetzt mal noch ein paar Bäume. Aber eigentlich will ich da jetzt mittlere Dichte haben, um ehrlich zu sein. Mittlere Dichte, hohe Grundstückspreise. Das würde ich am liebsten jetzt mal noch machen. Wie sieht's denn bei dir aus zeitlich? Geht noch. Geht noch, okay. Machen wir noch ein bisschen. Was? Ich hab Stau? Nee. Warum habe ich da jetzt Stau? Wisst ihr was, wenn ich jetzt hier anfange britisch zu bauen, dann will ich auch mindestens eine Kurve haben. Alle wieder, Kurve. Ich probier's schnell aber zu machen. Aber Briten sind hier, weißt du, und jetzt ist der Stau schon weg, sehr gut. Ja, Briten machen eher Geraden, meinst du? Ja, ich wollte auch gerade sagen, die machen zwar extrem viele Kreisverkehre, und zwar richtige höllische Kreisverkehre. Ja, dann müsste ich eher einen Kreisverkehr bauen, ne? Aber sonst... würde ich sagen, ist ein Brite eher straight. Also wenn wir jetzt nach dem typischen Klischee 0815 Stereotypen gehen. Ja, da baue ich einen Kreis und geraden. Stereotypen. Ja, so wird das nix. Oh nein! Ah, jetzt habe ich einen Kreis gebaut, den ich eigentlich abbrechen wollte. Hier vielleicht. Ah, der ist da irgendwie nicht. Kommt da. Der ist irgendwie nicht kreisig, der Kreis. Geil. Also der Fernhafen macht jetzt mittlerweile 4000 pro Tag und der Flughafen hat jetzt zum ersten Mal geschafft, dass 200 Touristen ankommen in Taxis. Mhm. Cool. Geil, das sind eine Armee an Taxis. Nice. Na, ich habe es geschafft, einen Kreis so zu bauen, dass er erstens scheiße aussieht und auch noch Grafikbugs hervorruft. Ich glaube, ich reiß ihn wieder ab. Soll ich GZ sagen? Soll ich nochmal nach dem Flughafen schauen? Mach. Geht immer noch nicht. Naja, das wird einfach jetzt eine Weile dauern, bis es angekommen ist, schätze ich mal. Spätestens morgen dann, denke ich mal. Ist trotzdem ein bisschen nervend, also... Selbstverständlich ist das nervig. Ich meine, ich habe das letzte Mal, glaube ich, einen Tag auf meine Akrologie warten müssen. Also ich werde jetzt irgendwie einen Kreis hinbekommen, kann jetzt nicht so schwer sein. Ganz ruhig, ich baue einfach einen kleinen Kreis. Oder ich baue einen Halbkreis. Halbkreis ist auch gut, ja. Dann mach ich einen Halbkreis. Also mein Flughafen gibt Gas, aber mit der Fähre kann er nicht mithalten. Vor allem preislich nicht. Die Fähre kostet mich pro Stunde 950. Und bringt mir insgesamt 6000 pro Tag. Hm. Und der Flughafen halb ausgebaut, also kostet jetzt schon 1450 und bringt mir 320. Ja, den Eindruck hatte ich. Überhaupt keine Relation. Ja, ja, den Eindruck hatte ich nämlich auch, wo ich hier die Touri-Stadt gebaut hatte, also versucht hatte. Ja, wo ich die ganzen Casinos und so hingesetzt hatte in dem Birmingham. Da hatte ich auch den Eindruck, dass der Flughafen überhaupt nichts bringt. Also der verursacht fast mehr Kosten als Nutzen. Hm, ist ein Prestigeobjekt. Ich bin aber immer gespannt auf den internationalen Flughafen, was der bringt. Ob der Sinn macht. Das ist krass. Ja, da müsste es ja schon wieder eine Uni gebaut. Nice. Da müsste es ja dann richtig boomen eigentlich mit dem internationalen Flughafen.